Herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Und ja, haben wir einfach mal so das Kaninchen durch die Gegend geklatscht. Und jetzt werden wir nochmal mit dem Tod reden. Tag, Tod. Hallo. Tag, Tod. Wir haben das vielleicht noch gar nicht probiert. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die ja, in dieser Welt noch... Ja, ist die Problematik? Nö. Das heißt, ich kann Ihre Dienstleistung erst in Anspruch nehmen, sofern Sie einen Auftrag via Buch der Toten erhalten haben? Korrekt. Der Auftrag würde unverzüglich ausgeführt werden. Kein Rücktrittsrecht, keine Gutscheine. Ich sehe, du hast das Geschäft verstanden. Ich muss weiter. Todlangweilig hier. Oh Mann. Okay, aber wir können da ja nicht reinschreiben. Was glaubst du, tust du da? Ich wollte nur meine Schreibfeder ausprobieren. Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Stell dich nicht so an, du Weichei. Was glaubst du, tust du da? Nicht das goldene Buch des Sumpfes vielleicht? Doch, es sieht doch fast so aus. Ich wollte nur einen neckischen Gruß ins goldene Buch schreiben. Selbst wenn es hier ein goldenes Buch gäbe, dürftest du da nichts reinschreiben. Entschuldigung. Ja, hier kommen wir bestimmt noch weiter. Ofen, haben wir irgendwas für den Ofen? Nö. Bringt uns der Weltvergrößerungstrank hier was? Der Trank lässt alles um mich herum größer werden. Das hilft mir, wenn ich zum König... Der Vergrößerungseffekt ja, hält nicht so lange an. Nicht ich sollte lieber in der Nähe der Kanalisation sein. Zauberstab. Nix Zauberstab. Schade. Was juckt. Dann wollen wir doch mal gucken. Dann gehen wir mal zurück. Zurück. Wobei, wir können auch, glaube ich, die Karte benutzen, oder nicht? Ja, das ist eine Land. Gegend, hier wissen wir alles. Dann sind wir wieder in der Stadt. Irgendwo hier. Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den Ball Magie gewirkten Stoff und dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst? Sonst halt die Luft ab, bis ich blau werde. Sonst sind Sie nicht mehr mein Freund. Sag ich zur Stadt, weil das wird beides nicht funktionieren, weil erstens wird der sich sowieso nicht bewegen. Das interessiert ihn sowieso nicht. Das zieht nur mal zieht immer. Sonst halte ich so lange die Luft an, bis ich blau werde. Stört mich nicht. Ich schreie ganz laut. Wer sollte dich schon hören? Ich. Ach. So. Sonst mag ich sie nicht mehr und sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Toll, was haben wir denn da drinne? Öffne den Sack. Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Toll. Einige Feuerwerkskörper. Es steht zwar Goblin-Höllenfeuerwerk drauf, aber mir sieht das nach billigen Imitationen aus. Würde zum Krämer passen. Können wir ihm die... Nein, können wir nicht. Schade. Dann gehen wir nochmal zu Meister Markus in die Zaubererschule. Und dann schnacken wir nochmal mit ihm. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Steinmörser? Nö. Entschuldigung, Herr Lehrer?
Was gibt es? Da, alles klar. Ich habe in den Rezeptbüchern gestöbert und ein Stärkungselixier erscheint mir recht harmlos zu sein. Keine ganz einfache Wahl. Aber es wäre auf jeden Fall ein geeigneter Prüfungstrank. Also los. Ja, aber ich bräuchte da noch die Käfer, also das Hirschkäfergeweihpulver. Ich habe noch nicht alle Zutaten für meinen Trank zusammen. So schnell geht das auch nicht. Ich brauchte für meinen Trank damals einen Wimper eines unsichtbaren Eichhörnchens. Wo ich so eins finde, wüsste ich sogar. Tatsächlich? Mich hat es 6 Jahre gekostet. Aber nichts im Vergleich zum Motorsägenbenzin. Das habe ich bis heute nicht gefunden. Man muss halt suchen. Also frag alle, die du kennst. Mach ich doch gerade. Aber naja, gut. Ich habe mit dem Tod über den Geisterspiegel gesprochen. Er sagt, nur Tote können zu Geistern werden und nur Geister können durch den Spiegel. So ist es. Aber der Tod sagt auch, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Was meint er damit? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist er der Experte. Aber ich kann mich doch schlecht töten lassen, nur um dieses Artefakt zu bekommen. Allerdings, du musst dir etwas anderes suchen. Irgendwo in den Nordlanden soll es eine Yeti-Höhle geben, in der ein verwunschener Gummistiefel aufbewahrt wird, mit dem man Regen rufen kann. Vielleicht versuchst du dein Glück dort? In weniger als 2 Monaten kannst du da sein. Das dauert alles zu lange. Ich lasse mir schon etwas mit dem Spiegel einfallen. Ich habe einen ganz tollen Zauber gefunden. Ich werde ein Kaninchen aus einem leeren Zylinder herbeizaubern. Mir wäre etwas mit Schafen lieber, aber von mir aus. Also gut, sie werden Augen machen. Ja, super. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Der hat uns auch nicht so richtig weitergeholfen. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Kochtopf, da brauchen wir noch nichts. Den Steinmörser. Ja gut, da brauchen wir jetzt das Hirschkäfergeweih für. Der Krämer ist weg. Der Krämer ist weg. Und wir brauchen Hirschkäfer. Ich werde mal in die Kanalisation gehen. Gucken, vielleicht weiß ja sogar der König der Diebe, wo wir das herkriegen. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Ja, das brauche ich. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Mir fehlen noch Zutaten, da alles klar. Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachenpopel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Das wäre super. Alles klar, dann können wir schon bald den Trank brauen. Das finde ich ja super. Aber ein Zauberfond finde ich gut. Wir wissen ja schon, welchen wir brauchen. Wir brauchen nur den Zylinder vom Tod. Da wird uns nicht helfen können. Mächtiges magisches Artefakt. Ich glaube nicht, dass sowas in der Kanalisation rumliegt. Ich brauche ein mächtiges magisches Artefakt. Können Sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten. Und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers natürlich. Ja, aber der wird die uns wohl kaum geben. Nochmal etwas anderes. Auf Wiedersehen.
Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Wieso ist eigentlich immer noch das Sandwich da hinten? Das nenne ich mal ein großes Sandwich. Der König und die anderen Ratten können sich daran richtig satt essen. Ja, faszinierend. Wir verlassen die Gosse. Und Gasthaus wird uns nicht weiterhelfen. Mal zum oberen Tor und sprechen nochmal mit dem... Mit dem Schildträger. Mit der Stadtwache. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Kann der uns vielleicht helfen? Ja, toll, du bist doch der einzige Schüler. Ich bin jetzt ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein Bester. Toll, komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Ich mag dich trotzdem nicht. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Ja, lach mal, lach du mal. Da kommen wir eh nicht lang, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe gedacht, der hilft uns jetzt hier irgendwie weiter. Tut er aber nicht. Oh, ach, Moment, halt. Da. Greife ins Loch. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Hä? Okay. Ja gut, dann haben wir aber alle Zutaten für unseren Zaubertrank. Und wir brauchen den Steinmörser, um das Pulver aus den Hirschgeweihen zu machen. Ein Steinmörser mit einem Stößel. Im Mörser können Zaubertrankzutaten zerkleinert werden. Zum Beispiel die Hirschgeweihe. In Ordnung, ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Und wir können einen Zaubertrank brauen. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Oh, Leute. Ich bin also gespannt. Los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren. Bis der Trank grün wird. Alles klar. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Kriegen wir hin. Schimmelschleimextrakt. Und dann links herum rühren. Eine rosa Färbung kriegt. Das ist nicht rosa. Das ist auch nicht rosa. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Okay, rote Schweißachseln rein da. Und bei roten Bläschen sofort so schnell umrühren wie möglich. Oh, aua, aua. Oh, und jetzt rühren. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Okay, Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen. Beim dritten Mal blauen, die Knochenwürmer. Eins. Zwei. Und drei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Okay. Speckmaden. Zur Hölle! War ich zu langsam? Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Ja, das werden wir auch machen. Meine Güte, das will ich jetzt schaffen. Im Topf köchelt das Wasser. Genau. Auf ein neues. Das diesmal schaffen wir es. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören.
So, dann Geisterpilz haben wir drin. Wir rühren, bis er grün wird. Dann ist er. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Machen wir auch. Na komm. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Machen wir doch glatt. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Beim dritten Mal blau, alles klar. Eins. Zwei. Drei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, eins, zweimal zwei, links herum drei, und vier, dreimal rechts eins, herum rühren. Zwei. Eins. Was? Ich hab doch nur. Ach, meine Güte, Leute! Fast. Ja, fast. Und nochmal von vorne. Alles klar. Im Topf köch Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Fangen wir an, die dann mit dem Umrühren aufhören. Und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Ist gut. Dann kam jetzt, kam... Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, ihr bis er eine rosa geschafft. Färbung annimmt. Fast hätten wir's. Ich weiß nicht, ob ich da einmal zu weit lang gedrückt hatte oder ob ich einmal zu weit rumgekommen bin. Ja, wir probieren es nochmal. Wir schaffen es. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Da sind die roten Bläschen und los! Hier ist es ja auch echt noch. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. So, einmal blau. Zweimal blau. Und dreimal blau. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Eins, zwei, drei. Hab ich doch. Ich hab doch gemacht. Hallo? Schritt 6. Los, mach Schritt 6. Wir haben auch rechts rum vergessen. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Okay. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Alles klar. Dann rühren wir, bis er eine goldgelbe Farbe hat. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Ich bin begeistert. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Ja, dann haben wir das geschafft. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Stärkungselixier. Dann reden wir doch mal mit Meister Markus. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Aber was er dazu sagt, erfahren wir selbstverständlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.